So, Madim, es gibt einiges zu besprechen, weil vor allem der DAX wieder knapp vor dem All-Time-High ist und dennoch die Sicht auf höhere Kurse erstmal etwas getrübt sein könnte. Wie auch schon anfangs der Woche so ein bisschen spekuliert, zu den Nvidia-Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden, die waren gut, die waren sehr gut. Aber das große Problem ist, dass die Erwartungen, die extrem hoch gesteckt wurden, nicht erfüllt werden konnten, beziehungsweise die Aussicht auf die Prognose. Das heißt also, da ist sehr, sehr viel hätte, könnte, wäre drin. Und das führt auch genau dazu, dass das, was wir vermutet haben, sehr, sehr wahrscheinlich eingetreten ist und auch noch eintreten wird, nämlich dass Nvidia diesem Hype, der überall drin ist und so komplex ist, halt gar nicht wirklich gerecht werden kann. Wir sehen hier, dass quasi einmal die Quartalszahlen übertroffen wurden, also über den Erwartungen lagen und 50 Milliarden Dollar Aktienrückkauf geplant ist. Hier unten sehen wir es, Gewinn pro Aktie liegt bei 0,68 Dollar und es wurde erwartet 0,64. Für das Vorjahresquartal waren es sogar nur 27 Cent. Dann die Datacenter-Umsätze liegen bei 26,27 Milliarden Dollar und für heute erwartet der Markt jetzt bei 25,08, das ist größer. Und die Grossmarge liegt bei 75,7%, erwartet waren nur 75,5%. Also das ist soweit sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Nur entsprechend diese Aussicht ist etwas getrübt, dass diese Zahlen, beziehungsweise nicht die Zahlen an sich, sondern diese Steigerung, dass die langanhaltend ist. Und allein schon auch da, ich meine, Nvidia ist so viel mehr als Grafikkarten, wirklich so viel mehr, aber für die meisten von uns wird Nvidia wahrscheinlich der größte Begriff sein mit den GPUs, also mit den Grafikkarten, die fürs Gaming, fürs Rendering benutzt werden. Und auch da, wenn wir uns das einfach mal vorstellen, dieser Hype rein um KI, rein um Krypto, rein um High-End-Gaming, die Dinger werden halt auch immer teurer. Ne? Und eine 4080, eine 4090 RTX, die vielleicht in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr gekauft wurde, die immer noch weit über dem UVP-Preis liegt. Also wenn du sie jetzt kaufen möchtest, kriegst du die immer noch gerade mal bei ab 1700 Dollar aufwärts. Die neue GPU-Generation wird wahrscheinlich wieder einen Schritt teurer sein. Und deswegen wird es halt auch immer schwerer, trotzdem super, super viele Abnehmer zu finden. Da ist es meiner Meinung nach allein schon mit dieser Milchmädchenrechnung durchaus logisch, dass dieses Tempo nicht aufrechterhalten werden kann. Naja, so reagiert Nvidia jetzt auch. Wir sind jetzt ein paar Prozent im Minus vor der Öffnung sind wir gerade ca. 3,2% im Minus und damit sind wir wieder unter dieser Trendlinie, die wir halt auch erwartet haben, dass wir da drunter kommen und nehmen langsam Anlauf auf diesen Bereich, auf diesen Zielbereich, den wir hier eingezeichnet haben. Das sind um die 5-6% Minus, die wir erwarten im Laufe der zumindest bis zum Ende der Woche. Heute kann ich mir einen Stabilisierungsversuch vorstellen und dann könnte es erstmal in diesen Zielbereich gehen. Ansonsten würden wir dann aber vermuten, dass wir langsam aber sicher wieder diese Tiefs antesten und das halte ich persönlich für sehr wahrscheinlich, weil dieser Schatten hier unten sehr, sehr groß ist. Und wir haben ja auch SMCI, Super Microcomputer, darüber hatten wir nur auf Instagram in der Story gesprochen. Schau dir das mal an, das war ebenfalls ein sehr, sehr gehyptes Unternehmen, natürlich mit einer komplett anderen Unternehmensstruktur, mit einem komplett anderen Charakter, das ist mir ebenfalls bewusst. Aber dieser raketenartige Anstieg, der ist fast wieder vaporisiert. Also wir sind fast wieder auf Ursprung. Das erinnert einfach, ja, nagelt mich bitte nicht dran fest, aber das erinnert einfach an Cisco 2000er Jahre. Also natürlich sind das unterschiedliche Dinge und selbstverständlich kannst du sagen, ja, aber KI wird Zukunft sein und dies und jenes, bin ich bei dir. Trotzdem, auch das Internet hat sich durchgesetzt und Cisco sitzt trotzdem nicht in dem Unternehmenswert oder dem Aktienwert, vielmehr gesagt, den es damals am Hochpunkt war. Wir sind knapp, was sind das, 45% drunter. Ja, obwohl sich die Technologie dahinter durchgesetzt hat. Deswegen müssen wir das Ganze einfach ein bisschen, wir müssen das mit Vorsicht genießen. Und heute kamen jetzt dann neue Daten raus. Wir gehen mal hier auf den ökonomischen Kalender. Bei investing.com wurde gerade eben veröffentlicht, unter anderem das Gross Domestic Product, wo haben wir es? Gehen kurz ein bisschen runter. Das Gross Domestic Product wurde veröffentlicht für Q2. Das liegt über den Erwartungen um 0,2% geschlagen und das ist eine positive Bilanz. Dann sehen wir auch Initial Jobless Claims sind um 1000 unter den Erwartungen. Wir sehen, der German CPI ist nach unten gegangen. Das sind alles gute Daten, nur vor allem sehr starke, jetzt wieder leicht stärkerer Arbeitsmarkt, dieses große Gross Domestic Product, das zeigt einfach, okay, Rezession ist vielleicht so die eine Sache, aber es zeigt vor allem, dass das immer noch ein großer Wirtschaftsdruck herrscht, nämlich ein intrinsischer, der mit sich bringen kann, dass die Inflation immer noch ein heißes Ding ist. Weil wenn es so heiß läuft, wenn die Wirtschaft so gut läuft, dann kann es, sobald die Zinsen gesenkt werden, wieder innerhalb von einem
innerhalb von einer Blitzsekunde wieder quasi Inflation ansteigen. Und deswegen reagieren die Märkte zwar durchaus positiv, aber nicht mit diesem, wir entfachen jetzt ein Kursfeuerwerk. Wenn wir uns das auch mal anschauen, der DAX, der hat sich hier von den Tiefs sehr stark erholt und ist nah am All-Time-High, beziehungsweise ist quasi, ich weiß gar nicht, ob er sogar das All-Time-High hier schon geknackt hat, müsste er eigentlich auf CFD-Basis schon, ist hier wie gesagt knapp an dieser Punktegrenze oder hat es sogar schon überschritten. Hier sehen wir es deutlich. Neues All-Time-High gemacht. Das zeigt natürlich erstmal, wie irrational auch so Märkte laufen können. Wobei halt auch da gesagt werden muss, Biden-Initiative, sicherlich lässt die keinen Crash zu, bevor die Neuwahlen dann entstammen. Aber wir sehen halt auch, dass das Potenzial für einen Recoil, also dass es hier nach unten geht, so ein Rückschlag, ziemlich, ziemlich groß ist. Und deswegen würde ich auch hier mich erstmal weiter auf der Short-Seite positionieren, auch wenn technisch gesehen das Momentum long ist, würde ich jetzt persönlich dann eher darauf warten, bis wir hier diesen Setback bekommen, bis der Markt sich erstmal nach unten bewegt, dass wir die Bestätigung bekommen. Und wenn er sich nach unten bewegt, dann haben wir eigentlich ein sehr schönes Short-Szenario. Also rein von der Erfahrung her, wenn ich das mal so bildlich aufzeichnen darf, dann würde ich persönlich jetzt eher wirklich sowas erwarten, dass wir erstmal einen kleinen Setback sehen, dann diesen Retest, der erstmal positiv läuft und dann nach unten laufen, dann sogar ein neues Tief machen. Also da bin ich ziemlich von überzeugt, dass das eintreten kann, rein von der Chartformation, von der Technik her, ähnlich wie wir es auch hier gesehen haben oder wie es der DAX entsprechend häufig macht. Nach einem höheren Hoch geht es erstmal wieder weiter runter. Also das scheint für mich persönlich das wahrscheinlichste Szenario zu sein und damit würde halt auch Gold ein bisschen unter die Räder laufen können, kann dich hier oben zwar noch ein bisschen stabilisieren, aber auch da scheint es langsam aber sicher ein bisschen die Puste rauszugehen. Der Dow Jones, der notiert ebenfalls hier an den Hochs. Wir brauchen, um in diese Korrektur zu kommen, diesen ersten Abschlag, damit wir das Momentum nach oben brechen und dann könnte die größere Erholung kommen. Also auch trotz positiver Aussichten, trotz der Bewegung, trotz der, ja, die Zinsen können gesenkt werden, wäre ich persönlich jetzt noch mit dieser Euphorie deutlich vorsichtiger und kann mir vorstellen, dass wenn eigentlich alles für einen Aufwärtsimpuls geebnet ist, der Markt genau das Gegenteil macht. Und das war es dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, wie immer, dass dir das Video hier weitergeholfen hat. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und gute Trades. Und wenn dich interessiert, wie wir auf diese Analysen kommen, selbstverständlich gerne einfach mal den Link unter dem Video abchecken. Da kommst du zu unserer 100% kostenlosen Ausbildung und ich hoffe, sie gefällt dir, wie hoffentlich vielen anderen auch. Dein Dominik von der Wall Street Story. Bis bald. Ciao, ciao.